Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Nur kurz Nunchen. Und heute spielen wir ein Spiel, das wollte ich eigentlich schon so lange zocken, aber es stand Folge 1000 erstmal an. Und das hatte ich schon lange vor Folge 1000 eigentlich geplant. Aber jetzt will ich es endlich mal durchziehen. Und zwar spielen wir Project Zomboid. Ein richtig geiles Game. Wer das noch nicht gespielt hat, ich kann es nur empfehlen. Wie der Name sagt, Zombie-Apokalypse. Und das Ding ist bei dem Spiel, das ist richtig schwer. Also die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist sehr hoch, denn es ist extrem auf Realismus getrimmt. Das heißt, dass so, dass beispielsweise jede einzelne Wunde müssen wir einzeln behandeln und so weiter und so fort. Wir müssen darauf achten, dass uns nicht langweilig wird. Wir müssen darauf achten, dass wir keine Panik bekommen und so weiter. Das ist richtig abgefahren. Und außerdem ist es so, dass wir in, das steht hier auch, Knox County spielen. Und das ist in Kentucky, glaube ich. KY steht dafür Kentucky, oder? Ich glaube ja. Und diese Orte gibt es sogar, glaube ich, wirklich. Muldrow, Riverside, weiß ich nicht genau. Was es aber auf jeden Fall gibt, also man kann es ja schon lesen an Knox County, es gibt Fort Knox. Fort Knox gibt es in diesem Level tatsächlich wirklich, aber als Easter Egg. Und das ist richtig schwer, dahin zu kommen. Weil das ist auch sozusagen abseits der Karte und ich weiß nicht, ob das eigentlich wirklich dazu zählen sollte. Ich gehe mal davon aus, sonst wäre es ja nicht da. Aber ich wollte da auf jeden Fall immer schon mal hin und deswegen werden wir das jetzt gemeinsam machen. Project Zomboid ist übrigens deswegen interessant. Man macht sich einen Charakter und wie ich schon meinte, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man stirbt. Wenn man aber stirbt, ist es nicht so, dass man sich einen neuen Charakter macht in einem neuen Level, sondern man startet im gleichen Level nochmal, kann dann sogar zur Stelle zurück, wo man gestorben ist vorher und man ist jetzt ein Zombie, also der alte Charakter ist ein Zombie geworden und wenn der zum Beispiel, man hatte vorher sehr wertvollen Loot dabei, kann man sein altes Ich, der jetzt ein Zombie ist, töten und so sein Loot wiederbekommen. Das bedeutet, man kann auch an einer Stelle ganz viele Sachen horten. Und das habe ich auch getan. Und zwar in West Point. West Point ist recht zentral auf der Map und außerdem gibt es hier recht guten Loot. Und da sieht man auch schon mein Lager. Und wir schnacken gar nicht lang. Ich würde sagen, um das Spiel zu zeigen, springe ich erstmal rein und ich mache einen Charakter, der dann vielleicht zum Beispiel hier Sachen vorbereiten kann für die große Reise, für unseren Charakter, mit dem wir dann sofort Sachen packen und los, weil es geht auch auf Zeit. Je länger wir brauchen, umso mehr Hunger, Durst, Müdigkeit und so weiter bekommen wir. Das heißt also, es ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Und, aber bei dem ersten Charakter, den wir uns machen, ist ganz entspannt, ne? Dann kann ich mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt auch gleich gebissen werden von einem Zombie oder so, gar nicht weiter wild. Aber ich zeige das einfach mal. Und hier haben wir die Charaktererstellung. Hier kann man sich einen Beruf auswählen und ein paar Eigenschaften. Man kann hier unten auch Sachen speichern und dann wieder benutzen. Hier habe ich zum Beispiel einige Sachen vorbereitet. Ne, der Fahrer kann zum Beispiel Fahrzeug knacken, Holzfäller kann deutlich schneller Holz fällen, Baumeister hat richtig gute Skills und kann Sachen, die anderen nicht bauen können, kann er bauen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir nehmen den Transporter. Ne? Der hat halt hier organisiert, erhöhte Kapazität, kann mehr transportieren. Das sollten wir uns merken, das werden wir vielleicht gleich auch brauchen. Und ja, die meisten meiner Charaktere sind übrigens Analphabet. Weil Bücher lesen muss man nicht unbedingt und das gibt satte 8 Punkte plus. Ne? Der Nachteil ist natürlich hart, aber ganz ehrlich, genauso langsam Lerner. Ne? Also man kriegt halt kaum XP, wenn man irgendwas macht. Ist überhaupt nicht schlimm, weil man stirbt sowieso mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder. Ne? Das sind Wegwerfcharaktere, so nenne ich die. Ist ein bisschen grausam, ich weiß, aber so ist das Spiel nun mal, was soll ich machen? Und ja, also wir sind Läufer, wir sind athletisch, wir sind stark, ne? Deswegen sieht man hier unten noch, wir haben ordentlich Stärke, ordentlich Fitness. Das heißt, wir können, ne, wir halten ordentlich aus, haben große Ausdauer. Wenn wir Stärke anwenden, also wenn wir auf Zombies draufhauen, dann gehen die auch down. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal als Transporter und let's go. Bei den Charakteren mache ich einfach immer auf männlich und damit ich sie wiedererkenne, ungepflegt, ist schon, sehr gut. Ne? Da stelle ich dann immer hier den Bart ein, dann sieht man immer, falls ich dann irgendwie einen Zombie sehe und mich suche, also meinen alten Charakter suche, dann weiß ich, dass der mit dem Bart meiner war. Aber meistens erkenne ich es auch an der Kluft. Ne? Und ja, das geht so, let's go, spielen.
So, und da sind wir. Und da würde ich sagen, ich gehe mal kurz ins Inventar. Wir starten übrigens immer gleich. Wir haben Klamotten, einen Schlüsselring. Wir haben einen Schulrucksack. Das ist der schlechteste, den es gibt. Dann haben wir eine Tüte Chips, eine Wasserflasche und in unserem Rucksack immer einen Hammer und einen Baseballschläger. Hammer ist eigentlich irrelevant. Den Baseballschläger packe ich sofort auf den Rücken. Dann ist er hier unten und wir können ihn mit der 1 auswählen. Zack. So. Und wir sind, ich drücke mal auf M, dann gucke ich mal, wo wir sind. Huch, oh. Ja, da hatte ich was anderes geguckt. So, wir sind hier in diesem Häuschen. Dieser rote Punkt, das sind wir. Und wie man sehen kann, wo wir hin müssen, ist ziemlich offensichtlich. Ich habe es gut markiert. Das heißt, wir gehen hier mal aus der Straße raus, so hier runter und dann nach da. Und den Weg bin ich schon 1000 Mal gelaufen. Also ich weiß schon, wo es lang geht. Jeder Zombie, auf den wir treffen, den müssen wir killen. Weil sonst verfolgt er uns. Und wenn er uns verfolgt bis zu unserem Lager, könnte der unsere Wände angreifen. Das will ich nicht. Wenn ich laufe. Ne, ich habe übrigens immer hier, auch wenn das vielleicht ein bisschen nervt, finde ich das sehr praktisch, hier immer die Gesundheit zu haben. Ne? Wenn hier irgendwas ist, sehen wir es sofort. Wenn wir hier eine kleine Wunde haben oder sonst was. Aha, was haben wir denn da? Ein Zombie. So, dann komm mal her. So, er liegt auf dem Boden. Und dieses Geräusch, was er gehört hat, dieses Zersplattern, heißt, dass er tot ist. Damit man erkennt, ob er jetzt, ne, lebt er noch oder nicht. Wenn dieses Geräusch kommt, ist er tot. Tot. Sehr gut. Und da gucken wir mal, hat jemand von euch vielleicht eine Digitaluhr dabei? Nein. Aber die haben T-Shirts und so. Da kann ich mal die Klamotten zerreißen. Alles. So, her damit. Die Socken auch. So. Und dann haben wir nämlich Stofffetzen. Schmutzige Stofffetzen kannst du behalten. Die Stofffetzen brauchen wir, um unsere Wunden zu reparieren. Reparieren vor allem. Hier sind auch Achso, das ist eine andere, ne? Die hier will ich. Da, dich will ich auch nochmal plündern. Gib mal deine Klamotten her. Da ist ein Zombie, der hat uns aber noch nicht gesehen. Und er hat uns gesehen. Sie. Gut. Dann komm mal her. Tot. Und der hat uns auch gesehen. Und tschüss. Nee, jetzt aber. So, ne, man sieht es. Ein paar Hits und die sind down. Das ist, weil wir stärker sind als normal. Das ist natürlich sehr praktisch. So, ich laufe mal hier die Straße entlang. Da habe ich auch einen Zombie gesehen. Der kommt auch an. Den töten wir. Ah, eigentlich beim Kämpfen immer ranzoomen, habe ich gemerkt. Weil es ist auch wichtig, das meine ich, es ist übelst realistisch, es ist auch wichtig, wo wir ihn treffen. Wenn ich auf den Kopf klicke, dann haue ich da auch drauf. Ne? Also, gesehen, mein Baseballschläger ist genau hier gewesen. Und das bedeutet, dass ich auch dann genau da treffe. Polizist! Der hat erstmal eine Armbanduhr. Kugelsichere Weste. Anziehen. Eine Pistole. Nehmen. Und was hat er noch? Nichts. Warum hat er eine Badehose an? Na gut, was soll's. Schlagstock brauchen wir nicht. Aber wir haben eine Knarre gefunden. Die nehmen wir allerdings nicht mit. Denn, wie ich schon meinte, das Spiel ist realistisch. Das bedeutet, wenn wir hier rumballern, lockt das natürlich andere Zombies an. Und außerdem sind diese Waffen gar nicht so effektiv. Nur, was für eine Waffe wir benutzen werden, werde ich euch gleich zeigen. So, hier ist übrigens mein völlig eigener Parkplatz. Diese Vans sind die besten Fahrzeuge, die es gibt. Die habe ich alle vollkommen aufgetankt und hier hingeparkt. Das heißt, wenn wir ein Auto brauchen, müssen wir einfach nur hier hingehen. Oh, es geht denn hier ab? Ja, da kriege ich gleich Panik wahrscheinlich, weil es so viele sind. Nee, noch nicht. Dann schon tough, unser Typ. Und stirb! So, hat jemand was Interessantes dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, da war eine Uhr. Oh, ein Gerät, das nehme ich mal mit. Hier, Funkgerät. Hat denn nicht jemand gerade eine Digitaluhr? Da, rote Digitaluhr. Anziehen am linken Handgelenk. Und jetzt haben wir hier oben die Uhrzeit. Oh, fuck, es ist schon abends. Ich glaube, wir könnten gleich mal pennen gehen. Damit es tags ist, wenn wir losfahren. Oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Da ist ein Zombie. Hat der mich gesehen? Nee. Der auch nicht. Der liegt auf dem Boden und... Ne, wieder. Genau, mein Baseballschläger war genau auf seinem Kopf. Deswegen ist er sofort tot. Das finde ich ziemlich cool gemacht, ehrlich gesagt. Noch einer? Oh, oh. Ich gehe mal nach hinten, damit die nicht aufmerksam auf uns werden. Ich will nicht unnötig kämpfen, wenn ich es nicht muss. Na komm. Oh, oh.
Ja, nach dazu kämpfen ist auch ziemlich schwer, weil man die Entfernung schlecht abschätzen kann. Mann, jetzt stirb! So. Und weiter geht's. Ich gehe mal hier durch den Wald. Hier übrigens, diese Autos habe ich immer markiert, wenn die komplett kaputt sind, dass sie nicht mehr nutzbar sind, mache ich immer Stofffetzen, Stofffetzen, Stofffetzen und Stofffetzen. Dann weiß ich, das Auto hier ist unbrauchbar. Ne? Aber das habe ich eigentlich immer nur bei den Gebäuden, bei den Fahrzeugen gemacht, die hier auch in der Nähe sind. So, und hier ist mein Lager. Diese Mauer, da habe ich gebaut, um das alles hier abzuriegeln. Das hier ist auch eins meiner Fahrzeuge. Hier sieht man, habe ich auch ordentlich schon geklärt. Mein Fahrzeug, mit dem ich vorher die ganze Zeit unterwegs war, müsste hier unten sein. Da wollte ich auch mal gucken, wie der Zustand von dem ist. Und dafür muss ich mal kurz hier ran. Gucken, dass kein Zombie da ist. Gut. Und dann gucken wir mal nach. Na los, beeil dich. Das dauert immer natürlich ein Weilchen. Zack. Oh, Motor kaputt. Der ist also auch nicht mehr brauchbar. Leider. Und der Tank, da ist tatsächlich sogar noch Kraftstoff drin. Der ist sogar fast voll. Aber Benzin haben wir mehr als genug. Und ich zeige euch mal mein Lager. Und dafür klettern wir einfach hier über die Wand. So. Und wir sind in Sicherheit. Ja, hier vorne habe ich einfach so einen Grill mit so zwei Dingern gemacht. Und das ist, was ich meine. Ich habe halt die komplette Umgebung hier abgesucht. Ich habe dann überall da so ein Minus auch angefangen hinzumachen. Irgendwann habe ich es gelassen. Und habe... Ne, F steht für Fahrzeug. Also hier stehen überall wertvolle Autos, also diese großen Vans. Und ich habe einfach immer alles hier hingetragen und in bestimmte Ecken geworfen. Hier vorne zum Beispiel sieht man die ganzen Benzinkanister, die ich gesammelt habe. Die sind alle voll mit Benzin. Das war vielleicht ein Aufwand. Ey, diese Dinger sind Gold wert. Ne? Guck mal, wie viele ich von denen mittlerweile gesammelt habe. Aber der Rest ist richtig übertrieben. Das hier sind Baumaterialien. Und so Loot und so ein Krempel. Da, Metallplatten, Metallschrott. Und so, ja, Autoreifen und so. Hier ist alles, was Bücher, Text und so weiter ist. Ja, gehe ich mal rein. Alle möglichen Dinger. Ich glaube, ich habe auch fast alle Bänder voll mittlerweile. Ich schmeiße einfach immer alles rein. Ach ja, Karten gibt es auch. Aber es gibt ja auch Karten mit Markierungen. Die sind ja besonders. Die habe ich deswegen hier hingetan. Ne? Mit Anmerkung versehene Karte. Die habe ich aber auch schon alle abgeklappert. Da war auch sehr wertvoller Loot. Hier sind außerdem unsere ganzen wertvollen Taschen. Und die beste Tasche ist eigentlich der große Wanderer. Verdammt, den habe ich nicht mehr. Wir haben nur den normalen Wanderrucksack. Es gibt noch einen, ne, da steht Fassungsvermögen 26 und der große Wanderrucksack hat sogar 30. Aber was soll's. So, dann zeige ich mal, was wir hier sonst noch haben. Was habe ich denn hier nochmal hingelegt? Ach ja, die kaputten Sachen. Aber lohnt sich überhaupt nicht, die zu reparieren. Ne, die ganzen Äxte vom Holzhacken. Hier ist meine ganze Ausrüstung. Das heißt also Waffen, ne, Klamotten, Munition. Da sieht man, wie viel ich gesammelt habe. Da kann ich direkt die Pistole mit zulegen. Zack. Und den Baseballschläger auch. So. Die Wasserflasche kommt woanders hin. Ja, ne? Und hier die ganzen wertvollen Klamotten auch. Hier die Militärstiefel und das hier. Alles, was wertvoll ist, habe ich hier hingeschmissen. Ne? Alter, wie viele Knarren auch. Und hier sieht man auch schon Katana. Zwei Stück. Und da nehmen wir natürlich die bessere. Den hier nehmen wir mit. Und da wird richtig mit ausgerastet. Aber ich zeige euch erstmal weiter, was ich hier sonst noch so habe. Hier im Bad habe ich... Oh nein, es wird dunkel, ne? Shit, man sieht es kaum. Hier im Bad habe ich hier unten, man sieht es, alles Mögliche an Haushaltsgegenständen. Und auch an Medikamenten. Hier Erste Hilfe, ne? Habe ich alles hier hingeschmissen. Dann habe ich hier oben... Lauf mal bitte. Habe ich hier oben... Oh shit, man sieht es total schlecht. Ich überlege gerade eine Taschenlampe zu nehmen. Ich nehme mal kurz eine Taschenlampe, um das zu zeigen. Ich glaube, hier war die Taschenlampe. Wo war die denn nochmal? Kleidung. Da, Lichtquelle, Feuerzeug, Taschenlampe. Nimm mal eine bitte. Und mach die mal an. Primär ausrüsten. Zack. Hä? Ist die leer oder was? Warte mal. Oh, ja, die ist leer. Ja gut, dann die vielleicht nicht. Haben wir denn noch irgendeine volle? Na, man kann die auch so aufklappen, da sieht man hier den Balken. Hier, die nehme ich. Obwohl, warte mal, ich nehme die, die am leersten ist. Das ist die hier. So. Und primär ausrüsten. Zack. So, jetzt haben wir ja auch ein bisschen Licht.
Und dann gehe ich mal nach hier. Da sieht man meine ganzen Flaschen. Das sind alle Getränke, die ich gesammelt habe. Da ist mittlerweile ganz schön was zusammengekommen. Warte, ich gehe mal so, da sieht man es. Ne? Nur die Getränke, allein 40 Wasserflaschen. Hier kommt noch die 41. dazu. Und außerdem, hier habe ich die leeren Flaschen reingemacht. Aber ja, wie ich meine, ne? Es wird einfach alles gesammelt. Oh, richtig gut. Das ist mit das beste Getränk. Davon werden wir ordentlich mitnehmen. Und hier ist das ganze Essen. Natürlich. Jede Menge Krempel. Da ist ganz schön was zusammengekommen. Da haben wir auf jeden Fall freie Auswahl. Und dann habe ich, was hatte ich hier nochmal reingemacht? Ach ja, die Farben. Na klar. Das ist so eigentlich was Seltenes, was man finden kann. Eigentlich nur so, ne, damit man hier so Sachen anmalen kann. Aber ich dachte mir, ich sammel's. Dann einen antiken Ofen. Den habe ich allein deswegen hier hingestellt, weil er selten ist. Und den wollte ich unbedingt haben. Können wir vielleicht mal anmachen, oder? Feuer entfachen. Schmutzige Stoffwechsel Feuerzeug. Ja, warum nicht? Komm, machen wir mal einen Ofen an. Zack. So. Und stimmt, wie war das nochmal? Muss ich das... Es reicht, wenn es da drin liegt, glaube ich. Und dann wird es verbrannt. Wobei ich vielleicht ein wenig des Holzes rausnehmen sollte. Eigentlich alles bis auf ein bisschen, damit nicht alles wegbrennt, während wir tot sind, gleich. Ich versuche mal hier so in die Ecke zu gehen und so. Ja, dann lege ich hier das ganze Holz hin. Sehr gut. Ich spule mal vor, damit das ein bisschen schneller geht. Zack, so. Sehr gut. Und ja, hier haben wir einfach so, ne, das ist so eher so RP-Sachen, ehrlich gesagt. Ne? Habe ich Instrumente gesammelt und hier so diesen Krempel. Ich habe auch hier schon den Dachs. Und was habe ich da noch? Es gibt diese Kuscheltiere. Das sind so Sammel-Items. Den Biber und den Dachs habe ich schon. Hier sind die kaputten Baseballschläger. Nee, doch nicht. Das sind die heilen. Aber glaube ich, ja, ich habe irgendwann, ja, ich hatte so viele Baseballschläger und die wiegen halt. Und man hat auch pro Feld nur 50, wie man sieht. Das heißt also, hier ist schon 44 voll. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, die hier zu packen. Ja, hier so ein Trainingsding, das habe ich eigentlich auch nur aus RP-Gründen gemacht. Und hier hinten haben wir alle möglichen Werkzeuge, die es gibt. Und alles zum Kochen, für den Gartenbau, hier Saatgut und so ein Krempel, ne? Alle Werkzeuge, ja. Und das ist eigentlich so ziemlich alles, was wir haben. und eigentlich auch so ziemlich alles, was es in dem Spiel gibt. Finde ich schon ziemlich nice. Und ich würde sagen, warte mal, ich guck mal hier nach. Karton. Ich würde sagen, wir fangen mal an, zusammenzusuchen. Und zwar würde ich habe mir hier eine Liste gemacht, was wir alles brauchen. So. Und ich würde sagen, wir fangen mal einfach oben an. Ah ja, Moment mal. Erstmal kann ich hier den Müll wegbringen. Wir haben zum Beispiel... War da gerade ein Zombie? Ich mach mal kurz die... Ich mach mal ablegen. Da war ein Zombie, oder? Oh, ich habe gar kein Basie. Oh, oh. Ich habe mein Basie abgelegt. Ich lasse es lieber bleiben. So, ach ja, genau, den habe ich auch hingestellt, einfach weil es ging. Keine Ahnung. So eine Vogelscheuche, was das soll, weiß ich auch nicht genau. So, das hier kommt in den Rucksack. Ne? Der Rucksack wird nachher weggeworfen. Davon hat man sowieso viel zu viele und das ist Müll. Und deswegen die Hose, die hat keine Isolierung, weg damit. Das Hemd, weg damit. Die Sneakers brauchen wir, sonst treten wir nachher irgendwo rein und verbluten. Da habe ich keinen Bock drauf. Socken können wir zerreißen und daraus Stofffetzen herstellen. Dann, ach ja, das Handfunkgerät. Die Elektronik, na klar. Ich habe hier noch einen Elektronikhaufen. Hier, ganz klein. Da schmeiße ich mal, ja, ne, der Haufen hier ist so groß, dass es hier schon überragt. Deswegen steht hier auch das, obwohl das eigentlich hier liegt. Aber gut, ich packe mal das Handfunkgerät hier auch mit dazu. Außerdem die Chips packe ich nach oben. Hätte ich auch eben gerade schon machen können. Zum Essenshaufen packe ich die Chips. Hä? So. Und das Feuerzeug habe ich eben gerade aus dem Ofen genommen. Das packe ich da auch wieder rein. So. Sehr gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir hier mal wieder raus. Und sortieren erstmal alles aus, was wir nicht brauchen. Die Sneakers behalte ich mal an. Können wir das zerreißen? Jo.
Der Schlüsselring ist Müll, der kommt auch mit hier rein. Geht gar nicht. Oder wie? Ach, weil es selber ein Behälter ist, stimmt. Gut, dann... Hä, aber das ging doch. Ja, wollte gerade sagen. Okay, das hier brauchen wir. Die Klamotten, ne? Wir werden uns richtig dick anziehen. Aber ich würde sagen, ich klapper mal die Liste ab. Zuerst Katana. Wo haben wir es denn? Eine Taschenlampe können wir theoretisch auch mitnehmen. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Katana. Und zwar nehmen wir das Bessere. Die beste Nahkampfwaffe im Spiel natürlich. So, die nehmen wir natürlich mit für unsere große Reise. Dann 20 Stofffetzen habe ich aufgeschrieben, haben wir schon. Den, falls die leer sind, können wir uns immer noch welche neu holen. Ne? Also wir können uns unterwegs immer Leichen holen. Und wie ich gerade gezeigt habe, wir können einfach Klamotten zerreißen und dann haben wir Stofffetzen. Das heißt, 20 sollten reichen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, 4 Flaschen Soda. Und ich bin ganz ehrlich, vielleicht sogar 5, je nachdem, wie schwer die sind. Ich gehe mal nach hier. Da, Orange Soda. Ne, Ernährung zwar wenig, aber da steht es Hunger minus 12, das ist natürlich kaum was, aber Durst minus 85, das ist richtig wertvoll. Ich nehme einfach mal 5 mit, oder? Wie viel wiegen die denn? Gewicht, oh, 0,8. Das ist echt ein bisschen viel, dann nehme ich mal nur 4 mit. So. So, dann... 10 Tüten Cerealien, wenn möglich. Cerealien sind wohl mit das beste Food, was es so gibt. Was trocken, also was ewig haltbar ist und trocken ist. Haben wir denn Cerealien? Ja, bei Z, ne? Nee. Oder bei F, wie Frühstückscerealien. Ich muss es mal kurz suchen. Ich weiß nicht mehr genau. Aber wir müssten das eigentlich haben, glaube ich. Na, komm schon. Oh, Kaffee. Gegen Ermüdung könnten wir eigentlich auch mitnehmen, überlege ich gerade. Marshmallow. Nein. Reis ist auch nicht schlecht. Da Hunger minus 60. Macht allerdings Durst. Das ist dann nicht so gut. Hä, Saftpäckchen hier? Nö. Das kommt zu Getränken. Das habe ich falsch sortiert. Hier, Müsli. Müsli heißt es. Da ist es doch. Her damit. So, und Müsli-Riegel, minus 15. Da, das meine ich, Hunger minus 40 bei einem Gewicht von 0,2. Das ist top. Und den Rest nehme ich Chips. Wie viele haben wir? 4. Dann nehme ich mal 6 Chips mit. Ah, sagen wir 10. Sicher ist sicher. So, und dann haben wir Chips, Müsli. Orangenlimonade 4-mal. Allerdings sippe ich da die ganze Zeit schon von, ne? Glaube ich. Ist vielleicht nicht so gut. Weil ich kann allerdings... Doch, ich kann verhindern, dass er davon trinkt. Ich nehme mal kurz hier einen Wanderrucksack raus. Einen roten, warum auch nicht. Völlig egal. So, dann packen wir uns den auf den Rücken. So. Zack. Und da packen wir jetzt diese ganzen Sachen rein. Dann hört er nämlich auch auf, das einfach zu trinken. Nebenbei. So. Oh, wir haben gar nicht getrunken. Er ist dehydriert. Hä? Trinkt er Wasser? Trinkt er die nicht einfach so? Er trinkt nur Wasser einfach so. Das ist ja gut zu wissen. Das heißt also, wir müssen, wenn wir das hier haben, manuell trinken. Und damals sieht man schon, ne? Wir sind jetzt schon schläfrig geworden. Na, sind jetzt allerdings auch schon eine Weile wach, ne? Den Katana packe ich auch mal hier rein, wenn es geht. Geht. Die Taschenlampe ist fast leer. Ich nehme mal eine Taschenlampe, die... voll ist. Ich packe mal die leere hier wieder rein. Dann gehen wir runter zu Lichtquellen. Wo haben wir sie denn? Da, Lichtquelle. Feuerzeug, Kerze, Streichhölzer, Taschenlampe. Und wir nehmen die, die am vollsten ist. Hier. Die packen wir ebenfalls in den Wanderrucksack. So. Dann die Stofffetzen in den Wanderrucksack. So. Und die rote Digitaluhr. Das ist alles Sachen, die wir gleich anziehen werden. Denn auch das... kommt jetzt. Die beste Ausrüstung im Spiel, wie ich festgestellt habe, sind tatsächlich die Feuerwehrklamotten. Da sieht man schon. Bissverteidigung, Kratzverteidigung, das ist unglaublich hoch. Und deswegen nehmen wir uns davon eins. Davon eins. Eine kugelsichere Weste haben wir gerade schon gefunden bei diesem Polizisten. Sehr gut. Ein Jeanshemd können wir außerdem auch tragen. Das erhöht auch ein bisschen die Dinge. Da sieht man es.
Ne? Das tragen wir drunter, nehmen wir auch eins mit. Und ein Hoodie oder ein, was war das? Man kann entweder Hoodie nehmen oder ein Kragenpulli. Die sind alle gleich. Rundhalspullover, Rollkragenpullover oder Hoodie. Ist egal, welchen wir davon nehmen. Ich nehme ein Hoodie. Ja, warum nicht? So, und natürlich Militärstiefel. Zack. So, dann haben wir die Klamotten. Übrigens, wie man hier sehen kann, sind hier auch überall Feuerwehrhelme. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist buggy. Ich kann die nicht mehr auswählen. Die sind hier nicht mehr drin. Obwohl ich sie gesammelt habe. Ich habe mindestens 3 von den Helmen. Ich würde gerne auch einen Helm aufsetzen, bin ich ehrlich. Aber ich komme nicht mehr dran. Na super. Hä, hier sind Schmerzfällen, die sind hier falsch. Die Schmerzfällen kommen nämlich hier hin. So. Sehr gut. Und dann haben wir die ganze Klamotte. Fehlt da noch was? Ich schaue lieber nochmal nach. Weil nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Weste mit raus. Rautenmuster. Stimmt, die geht auch anstatt die. Ich frage mich allerdings, Isolierung, Winddichte. Ich frage mich zum Beispiel, ob das andere vielleicht zu heiß ist. Ja, also zu... Der Hoodie zum Beispiel. Winddichte, Isolierung. Ich glaube, ich nehme die. Weil uns da am wenigsten heiß wird. Und dann packe ich den Hoodie doch wieder hin. So. Dann haben wir Zigaretten. Feuerzeug brauchen wir nicht. Also ich könnte Zigaretten mitnehmen, die reduzieren den Stress. Aber das kriegen wir schon noch mittlerweile ganz schön welche zusammengekommen. Hier haben wir noch andere Messer, Knarren, Pfahl. Ja, nee, das brauchen wir alles nicht. Gut. Kleidung haben wir durch, Munition brauchen wir nicht. Accessoire, eine digitale Uhr habe ich dabei. Die können wir uns noch anziehen. Handschuhe. Da weiß ich gar nicht mehr genau, was das bringt. Ich glaube, das hatte was gebracht, wenn man zum Beispiel irgendwas anpackt. Hat das, glaube ich, einen Vorteil. Vielleicht können wir uns auch ein paar Handschuhe mitnehmen. Warum nicht? Ne? So. Goldene Armbanduhr auch. Aber was soll's? Brauchen wir nicht. So, dann haben wir die Klamotten durch. Wir haben Essen, Trinken, Klamotten. Dann brauchen wir noch hier. So dachte ich mir. Wir haben die 20 Stofffetzen. Einmal nehmen wir Antibiotika mit. Das ist gut gegen Infektionen. Einmal. Dann nehmen wir Beta-Blocker mit. Das ist gut gegen Panik. Ja, nehmen wir eine volle mit. Komm, wir haben so viele davon. Völlig egal. Und wir nehmen Schmerzpillen mit. Gegen Schmerzen, wie der Name sagt. Zack. So. Und dann haben wir, glaube ich, eigentlich alles, was wir brauchen. Ich habe auch schon überlegt, man kann wohl Desinfektionsmittel nehmen und das mit den Stofffetzen desinfizieren. Oh. Es braucht 3 Einheiten Desinfektionsmittel, weil wenn die desinfiziert sind, dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit deutlich reduziert. Und das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt so, desinfizieren, alles. 6 Stück nur. Okay, das ist ja gar nichts. Aber wir haben sterile Stofffetzen, falls wir mal eine infizierte Wunde haben. Ne? Und wenn wir eine normale Wunde haben, nehmen wir die normalen Stofffetzen. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Was fehlt noch? Ach ja, genau. Ich dachte mir, für den Fall der Fälle werden wir doch ein paar Werkzeuge mitnehmen. Aber ich habe auch überlegt, wir können sogar Metallbauwerkzeuge mitnehmen. Würde ich aber lassen, weil die so richtig schwer sind. Stattdessen Dosenöffner könnten wir mitnehmen. Lass ich mal bleiben. Aber was wir brauchen, kochen, nein. Wir gehen nach ganz unten zu den Werkzeugen. Ein Schraubenzieher für Metall, für Holzarbeiten. Hier rein. Ein Hammer. Hier. Davon gibt es ja mehr als genug. Ne? Damit startet man ja immer. Also Hammer und Baseballschläger gibt es übertrieben viele. So, Hammer, Schraubenzieher und eine Säge wollte ich noch mitnehmen. Was haben wir denn hier für eine? Haben wir überhaupt eine? Ich hatte hier definitiv Sägen. Wo sind denn die? Ah, da sind sie doch, wollte gerade sagen. Hier haben wir eine Gartensäge. Oder eine
So eine Säge. Ich weiß nicht genau, wo der. Was wiegt denn weniger? Wiegt alles gleich viel, ne? Gibt es noch eine Säge? Nee. Ja, nehmen wir eine Gartensäge mit. Zack. So. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Würde ich sagen. Ich glaube, das sollte dann mehr als genug Ausrüstung sein. Und jetzt, wo ich gerade sehe, dass er allerdings Durst hat, obwohl die Limonade da war, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Ja, doch. Ich glaube, ich lasse das bleiben. Obwohl, vielleicht zwei Flaschen Wasser noch mitnehmen. Die voll sind. Hier ist eine volle. Und hier. Rein damit. So. Ja, wir sind überladen. Ich hoffe, wir sind es gleich nicht mehr, wenn wir. Also, je müder wir sind, je mehr verwundeter wir sind, desto mehr reduziert sich diese Zahl. Ne? Also, wenn wir richtig topfit sind, dann können wir auch mehr tragen. Es ist gut möglich, dass wir einfach nur gerade zu müde sind, zu hungrig, ne? Uns ist langweilig, wir haben Durst und uns ist kalt, es ist windig. Gut möglich, dass es einfach daran liegt. Ich lege mal diese ganzen Sachen und das hier auf den Boden. So. Außerdem die kugelsichere Weste. So. Die Digitaluhr. Das wird dann nachher unsere Ausrüstung sein. Und den Rucksack. So. Und wir haben die ganze Nacht durchgeackert, wa? Jetzt bin ich hier nackt. Naja, okay, nicht ganz nackt, weil habe ich doch meine Unterhose an. Sehr gut. Ja. Und ich glaube, das war's. Ich habe auch überlegt, hier so Pflaster mitzunehmen oder so. Aber ich glaube, das können wir bleiben lassen. Ein Stift habe ich auch gedacht, aber ganz ehrlich, nö. Weil wir werden sowieso nichts schreiben. Da haben wir überhaupt gar keine Zeit für. Gut. Aber ich würde sagen, das reicht. Wir begehen Selbstmord. Und haben alles vorbereitet. Dafür mache ich nichts anderes, als dass ich einfach mal hier hinrenne. Ich ziehe außerdem mal meine Schuhe aus. Und packe die mal hier in den. Mal. Ablegen. Das trage ich mal auf dem Rücken. Pack die Sneakers rein. Und leg das auch wieder ab. So. Und jetzt suche ich einen Zombie, der uns umbringt. Ah, hier sind noch zwei. Moin! Gruppenumarmung! Ah, guck mal, wie lieb die mich haben. Hey! Hey, nicht so schnippisch! Hallo, hey! Aua! Da, ne, man sieht's. Und tot. So, und jetzt stehen wir als Zombie wieder auf. Sehr gut. So, und ich würde sagen, jetzt würde ich sagen, geht's los. Wir erstellen uns einen neuen Charakter in West Point. Weiter. Und jetzt überlegen wir uns gut, was wir nehmen. Also, wir brauchen einen, der möglichst viel Fitness hat. Stärke gerne auch. Und da würde ich tatsächlich vielleicht auch mal damit anfangen. Zum Beispiel hier, athletisch. Schnelleres Laufen, kann länger laufen, ohne zu ermüden. Top. Jäger brauchen wir nicht. Geschickt brauchen wir nicht. Geringere Chance, dass Kratzer und Bisse in die Haut eindringen. Eigentlich gar nicht schlecht. Wanderer? Nö. Adrenalin bewegt sich schneller, wenn in Panik. Nee. Stärke. Ja, theoretisch, ne? Auch Stärke wegen mehr Tragekapazität. Nehme ich mal mit. Und organisiert auch. Höhere Kapazität, kann mehr transportieren. Dann Schnellheiler. Oh. Schnellheiler. Schnelllerner ist egal. Schnellere Sichtbarkeitsfading. Größere Blickdistanz. Kneipenschläger, nö, nö, nö. Kamel, nötig weniger Wasser. Hörvermögen, Pfadfinder, ja, der Rest ist alles egal. Ne, man sieht auch, die sind sortiert nach Kosten. Das, was hier oben ist, ist auch am wenigsten nützlich. Ne? So, aber was haben wir denn hier? Der sehr langsame Fahrer auf gar keinen Fall. Nur, wir können theoretisch Analphabet nehmen. Wir brauchen nicht lesen. Und das gibt uns 8 Punkte. Ne? Das ist natürlich brutal. Auf gar keinen Fall. Aber wir nehmen Analphabet. Und außerdem will ich mal kurz gucken. Der nicht, der flink nachladen, zielen. Nö, Wildhüter. Ne? Der hier zum Beispiel hat Fallenstellen, Nahrungssuche, Tischlerei. Das brauchen wir alles nicht. Der hat einen Tischlerei plus drei kurze Stumpfwaffe. Nö, nö, nö.
Einbrecher ist flink, leichtfüßig, kann schleichen. Und Einbrecher ist auch, dass er Schlösser knacken kann. Das ist richtig praktisch. Aber würde ich, obwohl, flink und leichtfüßig ist gar nicht schlecht, ne? Das ist bisher mein Favorit. Mal gucken, was es sonst noch gibt. Handwerker, nö. Bauer, nö. Fischer nicht. Arzt. Humanmedizin, kurze Klingenwaffe. Nö. Nachladen. Desensibilisiert. Geil. Krankenpfleger, Holzfäller, Fitnesstrainer. Fitness-Sprinten, Ernährungswissenschaftler. Was bringt ein Ernährungswissenschaftler? Kann die Nährwerte von Lebensmitteln sehen. Ja, toll. Aber eigentlich ist das auch nicht schlecht, ne? Fitness und Sprinten. Das ist wirklich gar nicht schlecht. Haben wir keine Elektriker? Nö. Entweder das oder das. Schleichen, leichtfüßig, flink. Athletisch, organisiert. Einbrecher. Ja, wir müssen jetzt hier richtig miese Sachen nehmen, ne? Langsames Laufen. Langsamer Rückgang der Müdigkeit während des Schlafens. Das könnten wir nehmen, weil das ist nicht schlimm. Dann schlafen wir halt länger, na und? Langsam Lerner können wir auch nehmen. Sehr gut. Und wir haben noch 12. Dann gucke ich mal nach. Durstig, braucht mehr Wasser. Das ist vielleicht nicht so gut. Langsam Heiler würde ich auch nicht gerne nehmen. Untergewichtig? Nee. Dünnhäutig. Stress empfinden, wenn Blut verschmiert? Nee. Asthmatiker? Schwerhörig. Schwaches Immunsystem. Anfälliger für Krankheiten. Schnellere Zombifizierungsrate. Ja, nee. Schlafmütze? Benötigt mehr Schlaf. Pechvogel? Weiß ich nicht genau, was das bringen soll. Ich glaube, wenn wir Sachen machen, wo es um Wahrscheinlichkeiten geht, zum Beispiel etwas craften oder reparieren, die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, ist bei uns völlig egal. Können wir nehmen. Dann Pazifist. Weniger effektiv mit Waffen. Nö. Klaustrophobisch. Wird in Gebäuden panisch. Oh. Wir sind kaum in Gebäuden. Wir sind so gut wie nur draußen unterwegs. Ich glaube, das nehme ich sogar. Komm, was soll's? Wir müssen irgendwie unsere Punkte vollkriegen. Magenleiden. Erhöhte Chance auf Lebensmittelvergiftungen? Nö, auffällig. Wird eher von Zombies entdeckt, auf gar keinen Fall. Muss öfter essen. Weniger für. Ja, shit. Wir haben noch minus 4. Dann könnte ich überlegen, anstatt stark, das nächstbessere zu nehmen. Warte mal. Stark und dann gibt es doch noch stämmig. So, und dann wären wir bei 0. Athletisch, stämmig, organisiert, Einbrecher, ne, kann Fahrzeuge kurz schließen und ist aber, ja, was soll's, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Denn ich werde auch kein Benzin oder so mitnehmen, das ist viel zu viel Gewicht. Ne? Und ich habe auch überlegt, wir könnten theoretisch ja Sachen in unseren Kofferraum packen und dann das Auto mitnehmen. Aber ich gehe stark davon aus, wir werden das Auto verlieren, mitten in der Pampa sein und dann hängen wir da. Und dann sind unsere Sachen weg. Deswegen will ich alles bei mir tragen. Ja, ich würde sagen, das geht so. Das hier weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ehrlich gesagt. Und da überlege ich auch gerade, ob ich Pechvogel wegnehme und dann auch athletisch da die eine Stufe runternehmen. Weil wir haben auch Schleichenstärke, aber athletisch ist schon echt gut. Plus 2 Fitness, ne? Also plus 4 insgesamt. Also wenn ich die nächste wäre, nehmen würde, wo ist sie denn? Also athletisch, wo sind die mit minus 6? Ach, gibt's gar nicht. Doch hier, fit. Ne? Und da steht's auch, da gibt's nur plus 2 Fitness und hier plus 2 Fitness, schnelleres Laufen kann, ne, das nehme ich. So, sehr gut. Ja, und ich würde sagen, das nehmen wir. Ne? Let's go. Und dann keine Zeit verlieren. So, wir nehmen natürlich männlich. Wir nehmen natürlich den ungepflegten Bart. Mit so einer Dingensmütze auf, okay. Ja, das kann ich theoretisch mal ablegen. Dann sparen wir uns das nachher wegzuschmeißen. Tanktop, keine. Keine. Jeans. Ja, obwohl. Hemd. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Sorge. Ja, vielleicht nehmen wir uns noch ein Hemd.
Wir will wenigstens ein bisschen was haben. Sonst wird uns doch zu kalt. Ja, komm, das nehmen wir und spielen. So, keine Zeit vertrödeln. Rucksack, Baseballschläger, Rücken. So, dann gucken wir mal, wo wir sind. Oh, wir sind hier unten. Gut, also hier lang, hier hoch und dann dahin. Lauf. Lauf um dein Leben. Wo geht's denn hier raus? Hier, glaube ich, ne? Ja. So. Oh, ist das neblig. Ist natürlich mies, weil man sieht dann Zombies deutlich weniger. Ist ja logisch. Da habe ich mal ein Auto kaputt gemacht. Oh, oh, Zombies. Ah! Ich laufe einfach mal. Weil bei dem Nebel kann es sein, dass sie uns verlieren. Hoffe ich. Und theoretisch müsste ich mir eigentlich auch ein Auto direkt mitnehmen. Ich hole aber erstmal meine Sachen, gehe dann zu meinem Parkplatz, ne? Und hole dann das Fahrzeug. Oh, hier haben wir noch einen Van. Schick, schick. Hm, aber gut, ich laufe mal hier lang. Hier sind aber ganz schön viele Zombies. Ich habe Angst. Ich versuche sie zu outrunnen und hoffe, dass mir nicht alle folgen werden. Ich laufe doch richtig, oder? Ich guck mal schnell auf die Map. Oh, oh, nee, doch nicht. Und, oh! Direkt an dem Zombie vorbei, das war knapp. Hier lang. Ja, verdammt, da ist ein Zombie. Ich will gerne mal auf die Karte gucken, kann ich aber nicht, wenn Zombies kommen. Schnell! Gut, ich laufe richtig. Einfach hier über die Wiese. Lauf, lauf, lauf. Es ist windig, aber wenn du ein Hemd tragen, ne? Es fühlt sich 5 bis 10 Grad kälter an, als es tatsächlich ist. Also beeil dich mal. Wir müssen uns warme Klamotten anziehen. Hätte ich mir doch mal ein bisschen was anziehen sollen, wa? Nicht, dass wir uns gleich einen Schnupfen holen, oder haben wir den Salat? So, durch den Wald. Da müssen wir nämlich auch nachher noch lang gehen. Und ich habe 2 Pfade übrigens mir rausgesucht. Der eine ist zwar deutlich anstrengender, aber auch spannender. Ich glaube aber, da werden so viele Zombies sein, denn da, wo wir hin müssen, ist die höchste Zombie-Dichte im Spiel. Und ich würde den Weg ausprobieren. Wenn wir dabei sterben, dann gar nicht weiter wild, dann probieren wir den zweiten Weg. Der ist zwar sicherer, aber auch ein bisschen langweilig. Mal gucken. Hauptsache, wir schaffen es, weil das will ich auf jeden Fall. So, da sind wir. Und erstmal packe ich die ganzen Sachen hier weg. Das alles ebenfalls. So, alles in diesen Rucksack rein. Außer den Rucksack selbst natürlich. Dann den Gürtel auch. So. Und dann haben wir hier den Müll. Den ich weiß, ich könnte das jetzt eigentlich theoretisch, gehe ich dann immer rüber, packe das in eine Zombie-Leiche, damit die despawnt mit dem Müll. Aber ich lege das jetzt erstmal hier auf den Boden. So. Und wir nehmen die Sachen. Natürlich wählt er jetzt den Rucksack aus. Ich möchte aber den Boden haben. Und wir machen von unten nach oben. Anziehen. 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 Schnell, schnell, schnell. Die ist kalt. Auf dem Rücken tragen. Anziehen am linken Handgelenk und anziehen. Und mir wird auch warm. Ne? Man sieht die grünen Dinger, das heißt, es geht gerade, es wird besser. Und wir sind nicht überladen. Ha! Sehr gut. So, wir haben sogar theoretisch noch Wasser und Chips dabei. Könnte ich vielleicht auch erstmal mitnehmen. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Das hier anbringen auf den Rücken. Zack, und wir haben ein Ninja-Schwert. Richtig geil. So, und dann würde ich sagen, wir gehen los. Wir machen hier mal Favorit, damit ich das nicht aus Versehen aussortiere. Und genauso hier Favorit. Favorisieren und Stofffetzen favorisieren. So. Und dann würde ich sagen, wir gehen rüber. Können hier direkt mal unser Schwert ausprobieren. Oh, okay. Einfach mit einem Hit tot. So, und da würde ich sagen, wir laufen mal zu unserem Parkplatz. Denn da müssten theoretisch alle Fahrzeuge auch aufgetankt sein.
So, pack das Schwert mal weg. Und ich laufe mal hier lang. Ich habe nämlich das Gefühl, auf der Straße ist mehr los. So, hier hin. Das wird gleich so ein Abriss. Und ich hoffe auch, dass wir uns nicht verirren. Aber ich habe mir das eigentlich ganz gut aufgeschrieben, wo wir lang müssen. So, und hier ist doch der Parkplatz. Da sieht man es. Hier unten, da wo das blaue Gebäude ist. Da. Und rüber. Hä? Lol, mit der Taste stößt man weg. Wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. So, da ist doch der Parkplatz. Hier sind alle meine Fahrzeuge. Und dann nehmen wir einfach mal irgendeins. Weiß ich nicht, das hier zum Beispiel. Der Tank sollte voll sein. Ist er auch. So, sehr gut. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, wir nehmen den zweiten Weg. Also der erste ist der sichere und der zweite ist der spannende. Wir nehmen natürlich den spannenden. Und Fahrzeuge muss man sehr gut aufpassen. Die sind übelst zerbrechlich. Also schön langsam fahren. Ist natürlich jetzt auch sehr ärgerlich, dass es nebelt. Ich mach mal hier Kofferraum entriegelt. Fernlicht. Bringt nichts, ne? Es gibt auch keine Nebelschlussleuchte oder so. Nee. Schade. Wir... Halt. Wir müssen woanders lang. Und zwar hier. So. Und auch wenn ein Zombie ist, das ist sehr verlockend, sie umzufahren. Aber ihr habt bei meinem anderen Fahrzeug gesehen, der Motor war kaputt. Das liegt daran, dass jedes Mal, wenn man gegen einen Zombie crasht, das hier vorne Schaden nimmt. Und das ist natürlich nicht so gut. Vor allem auf Dauer. Oh, hier ist ja schon die Kreuzung. Hier lang. Wir müssen auf den Highway. Und hier bloß langsam fahren, dass ich hier nicht gegen ein anderes Auto komme oder so. Ich habe richtig Schiss. Oh, das mit dem Nebel ist ja gerade maximal nervig. Aber gut, was soll's. Da ist ein Fahrzeug, Vorsicht. Und auch gegen diese Bäume kann man crashen, leider. Habe ich auch schon das ein oder andere Fahrzeug bei verloren. Was natürlich sehr ärgerlich ist, weil es ist sehr schwer, ein Fahrzeug zu bekommen. Ne? So, hier lang. Vorsichtig, nicht zu schnell fahren. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Sonst krachen wir hier noch irgendwo gegen. Und dann können wir direkt uns ein neues Fahrzeug holen. So, hier lang. Und da sieht man schon den Highway. Diese dicke, fette Straße da. Und leider ist es auf den Highways ebenfalls so, dass dort manchmal Autos stehen. Aber da müssen wir nun mal durch. Hier sind Zombies. Ich fahre mal um die Zombies herum. Slalom-mäßig. Und ich weiß nicht, ob ich mal auf der gelben Mittelstrecke bleibe erstmal. Aber nicht zu schnell fahren. Sonst kann ich nachher nicht bremsen. Ja, doch, die Bremse ist schon recht schnell, aber es ist mir dann doch zu realistisch, wie dieser Schaden ausgerechnet wird. Also hier lang. So. Kann ja nebenbei mal einen Schluck Tee trinken. Wow, wow, wow. Da bin ich fast gegen den Zombie gefahren. Ich versuche das zu vermeiden. Wenn wir mal einen Zombie erwischen, ist nicht schlimm. Hier und da. Aber wer weiß, was da noch kommt. Ich will dieses Fahrzeug möglichst lange, möglichst unbeschadet lassen natürlich. Weil das ist gerade unsere fahrende Festung. Und wir können in dem Auto auch schlafen. Ne? Ebenfalls von Vorteil. Also bevor wir nachher, wir müssen wahrscheinlich nachher das Auto verlassen. Und bevor wir das verlassen, werden wir nochmal schön schlafen da drin. So, hier lang. Und wir begeben uns Richtung Südosten. Und da müssen wir auch hin. Nordosten meine ich. So, hier lang. Drumherum fahren. Und hier sieht man auch noch, das ist Gebiet, das ich bereits erkundet habe. Nee, doch nicht. Man sieht's hier unten, dass das hier sich neu aufdeckt. Das heißt, diese Straße ist neu für mich. Ich habe also keine Ahnung, ob hier Autos stehen, ob hier... Kann auch sein, dass hier gleich Stau ist. Und dann müssen wir mit dem irgendwie hier über Gras fahren und so. Da habe ich gar keinen Bock drauf, aber wir haben keine andere Wahl. Ne? So, man kann ja doch ein bisschen was sehen, Gott sei Dank. Ich scroll mal raus. Da, ne? Man sieht die Autos, Gott sei Dank, ein bisschen. So. Folgen. Dem Highway folgen, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar bis zur Absperrung.
da müssen wir dann aussteigen und die Absperrung öffnen, habe ich mir auch gedacht. Scheiße. Das wird so hart. Das wird so hart. Ey, ich glaube nicht, dass wir das in der ersten Fuhre schaffen. Ich gehe stark davon aus, wir müssen das direkt mit dem zweiten Versuch nochmal machen. Mal gucken. Oh, hier ist ein Stau, das meine ich. Ich versuche in der Mitte durchzufahren. Kann ich nicht, da sind Betondinger. Dann versuche ich hier dran vorbeizufahren. Geht auch nicht. Shit. Dann fahre ich auf die Schienen. Ja, ich fahre auf die Schienen. Hier durch den Wald vorsichtig. Vorsichtig. Ich hoffe, die Schienen sind nicht blockiert. Sind sie nicht. Sehr gut. Dann fahre ich hier über die Brücke. Theoretisch können wir den Schienen auch folgen. Ja, weil die Schienen werden gleich nämlich wieder auf die Straßen führen. Können wir eigentlich auf den Schienen fahren, ne? Ich glaube, ich bin sogar sicherer. Machen wir das doch. Ich glaube nicht, dass ein Zug das hier abfahren könnte. Naja, gut, okay, wie sollen sie es sonst machen, aber... Schon eine harte Kurve. Also eine scharfe Kurve. So, hier lang. Na, man sieht's. Alles unentdeckt. Oh Mann. Was hier wohl auf uns warten wird. Ich gehe ja wirklich von riesigen Zombie-Massen aus. Wir fahren genau in die Stadt. Da kann man auch nicht starten. Sondern das ist eine Stadt, da kann man nur hin. Und das ist auch die größte Stadt der Map. Entsprechend ist dort auch die höchste Zombie-Dichte natürlich. Das wird ein Spaß. So, hier lang. Und hier. Und da müssten wir dann gleich wieder auf die Straße kommen. Hoffe ich mal. Zumindest sah das auf der Map so aus. Ich habe mich natürlich vorher in der Map informiert, ne? Wie wir fahren müssen. Weil sonst wäre das ein Unterfangen. Wenn wir das mit Try and Error machen, kombinieren. Bin ich ehrlich. Also da muss man sich schon vorbereiten. Deswegen habe ich das auch getan. So, hier lang, hier lang. Wir könnten auf die Straße wechseln. Oh, können wir nicht. Au, das war gar nicht gut, das Geräusch. Da, ne? Da ist eine Absperrung, glaube ich. Da will ich lieber nicht rüberfahren. Ich habe Angst. Deswegen fahren wir hier. Hier kann ich wieder auf die Straße. Sehr gut. Und den Highway weiter. Ja, obwohl, was ist, wenn jetzt wieder ein Stau kommt, ne? Dann wechsle ich wieder auf die Schienen. So, hier lang. Vorsicht. Hier ist es zu dicht. Der Nebel ist da zu dicht. Ich habe Angst. Hier lang. Hier ist bitte der Nebel wieder zu dicht. Ey, ich habe so Angst, dass wir irgendwo gegen krachen. Ein einziger Fehler. Und wir sind so am Arsch. Ehrlich. Das Spiel ist echt, also in diesem Spiel wird dir nichts geschenkt. Ganz im Gegenteil. So, hier fängt es an zu laggen. Ich hoffe, das liegt nicht daran, dass hier so viele Zombies spawnen. Ich gehe lieber auf die Schienen, oder? Oh nein, da war ein Betonding. Oh shit, ja, nee, dann bleibe ich auf der Straße. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung. Bitte lass es keine Fehlentscheidung gewesen sein. Ja, jetzt haben wir einen Zombie getroffen, passt schon. So. Daran erinnere ich mich auch auf der Map. Gleich wird der Highway D schneiden. Da geht es die Kurve nach links und dann sind wir gleich da. Sind wir kurz davor, wo wir gleich aussteigen müssen. Oh, da sind Autos. Vorsicht. Zieh dich. Ist auch wichtig, mit wie viel Geschwindigkeit wir reinkrachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dieser Geschwindigkeit nur den Zombie ramme, ist bei weitem nicht so schlimm, als wenn ich da mit 100 Sachen reinbretter. Ist ja logisch, ne? Also diese Kraft wird tatsächlich realistisch in Anführungsstrichen ausgerechnet, ne? Wie ich meine, sie haben versucht, möglichst viel auf Realismus zu achten in diesem Spiel. Was ich ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. So, wie lang? Und so. So. Hier haben wir eine Dingens, aber das ist nicht die, ich meine, also ein Bahnübergang. Wir müssen noch ein Stück weiter. Hier sind Zombies, die outslalomme ich mal. Dann hier lang. Ja doch, bisher ist die Straße doch recht frei. Wir haben nur einen Stau gehabt, aber da konnten wir Gott sei Dank ausweichen. Wenn jetzt ein Stau kommt, haben wir ein Problem, ne? Wegen dieser Betondinger hier. Aber gut, was soll's.
Hier lang. So, na, wann kommen wir denn endlich an? Gleich müsste es nach links gehen. Und es müsste über die Schiene führen. Huch, oh, da war ein Zombie, habe ich nicht gesehen. So. Alter, wie lang ist denn diese Strecke? Na also, da sind wir doch. Das meine ich. Jetzt geht's hier nämlich rüber. Was ist das denn für eine Straße hier? Ein Highway mit einem Bahnübergang? Wahrscheinlich. Gut, was soll's. Es gibt ja nun mal nur zwei Dimensionen in diesem Spiel, ne? Die haben ja keine Höhen und Tiefen eingebaut. So, und hier kommen wir leider gleich zu einer Absperrung und müssen aussteigen. Das wird lustig. Na gut. Ich habe gesagt, wir nehmen diesen Weg. Also nehmen wir diesen Weg. Da sind Polizisten. Die würde ich so gerne looten eigentlich. Der hat eine... Die haben sogar Gewehre auf dem Rücken. Aber ich lasse es bleiben, weil wir den Loot sowieso nicht zurückbringen können. Also wozu? Oh. Stau. Da muss ich mich durchlotsen. Ich versuche mal hier durch. Und hier. Ja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich fahre mal doch wieder zurück. Und bleib lieber auf dem Fußgängerweg. Vorsicht, da ist ein Baum. Nicht gegen Dutschen. So. Und so. Ich glaube, so geht das. Vorsicht. Und hier Vorsicht. Und hier nach rechts. Ausscheren. Da ist ein Zombie. Ein bisschen angeditscht. Da ist die Absperrung. Oh-oh. Aber da müssen wir weiterfahren. Nein. Gut, hier komme ich nicht durch. Dann halt hier lang. Ja, ja, Jungs. Scheiße. Ich komme hier nicht vorbei. Ich versuch's da lang. Ja, es geht. So. Nein, hör auf. Hör auf, alles anzuditschen. So. Sehr gut. Und hier müssen wir jetzt irgendwie vorbei. Ich weiß nicht genau wie. Ah, so. Scheiße. Ich steig mal aus und kümmere mich immer um die Zombies. Alter. Das Katana ist so OP. Alter. Oh, das wusste ich gar nicht. Einfach mit einem Hit alles tot. So kann ich das Ding abbauen. Bitte ja. Ja. Zum Glück habe ich was? Hammer und Säge mitgenommen. So, weg damit. Kann es allerdings ein Weilchen dauern. Ich spule mal doppelt vor. Los, 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 los. Und zack. So, da liegt zwar ein Brett, aber das lasse ich ja mal liegen. Oh nein, ich habe den Motor angelassen. Ach, gar nicht weiter wild. Wir haben mehr als genug Sprit. So, und das Problem ist, wir kommen jetzt gleich zu einer Absperrung, wo wir aussteigen müssen und ein Tor öffnen. Und zwar zweimal. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, ist das geil ohne Nebel. Oh, macht kein was sehen. Da, das meine ich. Da ist die Absperrung. So. Wenn wir hier jetzt nicht durchkommen, weil wir das nicht aufmachen können. Halt, Motor aus. Wenn wir jetzt nicht durchkommen, weil, warum auch immer, haben wir echt ein Problem. Weil dann weiß ich nicht, wie wir weiterkommen sollen. Tschüss. Und tschüss. Und dann bitte einmal aufmachen. Oh, Gott sei Dank. So, rein da. Hä? Oh. Motor ist wohl schon ein bisschen gedamaged, wa? Dann sollte ich den Motor doch anlassen. Nachher geht uns die Karre nicht mehr an. Hab ich gar keinen Bock drauf. So, hier lang. So. So. Da sind überall Zombies. Ich hoffe mal, die ignorieren mich. Und ich glaube, wir müssen da lang. Wow. Hier lang meine ich. Ich hoffe, das war die richtige Seite. Ja, ist es. Das ist die richtige Seite. Oh, da ist ein Auto im Weg. Nein! Kann ich den wegschieben? Scheiße, was mache ich denn damit? Das ist ja voll gemein. Erstmal mache ich das Tor auf. Los, mach auf. Blockiert?
Oh, ne. Das ist gar nicht gut. Was hat der denn? Gilly-Anzug. Scheiße. Wir kommen hier nicht durch. Ich probiere mal das Auto mit dem Auto beiseite zu schieben. Vorsichtig. So. Und so. Und so. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht das Auto kaputt machen. Aber ich glaube, so kommen wir da durch. Nur was heißt, es ist blockiert? Heißt das, dass wir vielleicht irgendwo hier Schlüssel kriegen? Ich guck mal, ob der hier vielleicht was dabei hat. Nee. Ich guck mal, was hier drin ist. Die Tür können wir abbauen. Oh, zum Glück habe ich einen Hammer mitgenommen. Da ist noch ein Zombie. Tschüss. Und dann baue ich die mal ab. Gut möglich, dass wir gleich unterbrochen werden. Weil gleich ein Zombie kommt. Wow. Gut. Das probiere ich jetzt nochmal. Und jedes Mal, wenn ein Zombie kommt, muss ich leider unterbrechen. Vorsichtig, vorsichtig. So. Gut, so können wir jetzt irgendwas machen. Da ist noch eine Tür. Und da ist auch ein Zombie. Die kommen auch, ne? Ja, die kommen auch zu mir. Also wir können auch zu Fuß weiter. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Bin ich ehrlich. So. Abbauen, Tür. Los, beeil dich. Los, 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 los. Und können wir hier jetzt irgendwas machen? Hefter, Radiergummi, Stift. Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Ja, Funkgerät. Scheiße. Wir kommen hier nicht durch. Hätte ich mal mein Schweißerzeug mitgenommen, wa? Genau das meine ich. Oh oh. Warte mal, kommen wir hier durch? Nein, da doch nicht. Hier und dann hier. Nee. Shit. Ja, das wäre jetzt doof. Oder wir gehen zu Fuß weiter. Aber ich glaube, das ist wirklich keine gute Idee. Ich guck mal kurz auf der Map, wie weit das wäre. Also bis gleich. Okay, ich weiß jetzt, wie wir fahren. Ich würde gerne hier tatsächlich diese Fahrt weiter versuchen. Dazu machen wir jetzt eine Kombination aus Strecke 1 und 2. Wir müssen leider noch mal ein Stück zurückfahren. Und zwar zu der Stelle, wo wir auch den Bahnübergang hatten. Ich fahre mal hier wieder so. Und so, vorsichtig, vorsichtig. Und irgendwo hier war doch eine Schiene. Und der folgen wir. Ich fahre mal den ganzen Weg. Wow, 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 wow. Fahre mal den ganzen Weg zurück. Ach nö, jetzt müssen wir wieder durch den Stau. Na gut, was soll's. Wir sind hier lang gefahren, ne? Ja. Vorsichtig, vorsichtig. Nein! Und ich sag's noch. So. So, hier lang. Sehr gut. Warte mal. Stopp. Wir können auch auf diese Straße da. Ich habe gerade nachgeschaut. Können so. Und so, vorsichtig. Da, ne? Dieser Baum da zum Beispiel. Da kann man gegenditschen. Oder den da. Ist richtig trügerisch. So. Und auf die Straße. Und der können wir auch folgen. Oh. Huch.
das habe ich gar nicht gesehen. Und dann sollten wir auch auf den Bahnübergang kommen. Nämlich? Oh Mann. Oh Mann. Hier haben wir Schranken. Da fahre ich mal so. Ach, ich glaube, da hätte ich einfach drüber fahren können. Gut. Ich folge der Straße hier, bis wir zum Bahnübergang kommen. Und dann folge ich der Bahnstrecke. Also hier lang. Wir haben ja genug Sprit. Gott sei Dank. Oh, wir sind auch ein wenig müde. So, hier ist der Bahnübergang. Und da kommen wir dann zu einem Güterbahnhof. Hier nämlich. So, da fahren wir mal weiter. Oh oh. Hat schon Terminus-Vibes, ne? Krieg schon Gänsehaut. Zombie-Apokalypse und Güterbahnhof. Schluck. So, oh oh. Ich wollte gerade sagen. Komme ich da vorbei? Ja, ne? Ja, ganz knapp. So, und so. Und hier sind die letzten beiden. Das habe ich mir aufgeschrieben. Hier sind zwei rote, wie heißen sie denn? Güterwaggons. Und da müssen wir jetzt straight nach Süden. Denn da gibt es eine Absperrung, die von Zombies eingerissen wurde. Und da müssen wir allerdings durch den Wald. Also so ein bisschen. Und zwar hier oben irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber irgendwo hier ist eine Absperrung eingerissen. Ich glaube hier. Direkt. Nein! Komme ich da nicht vorbei? Echt jetzt? Komme ich da absichtlich nicht durch? Doch, ich komme durch. Nein! Da! Da, da! Das meine ich! So, komm schon! So, und normalerweise könnte man jetzt hier den Weg folgen. Aber ich will tatsächlich mal versuchen, den Weg, den ich am Anfang meinte, dass wir durch die fette Stadt fahren. Und dafür muss ich einfach geradeaus hier wieder hoch. Hier. Und dann kommen wir gleich zu der Absperrung, wo ich gerade nicht weitergekommen bin. Ne? Also warte mal, ich fahre hier mal durch. Und bloß vorsichtig, weil hier sind überall Pflanzen, die unser Fahrzeug schrotten könnten. Wie oft ich schon ein Fahrzeug kaputt gefahren habe, weil ich gegen den Baum gefahren bin. Ihr glaubt es nicht. Oh Mann. Oh Mann. Ist das hier ein dichter Wald? Ich fahre mal lieber hier so. Da sieht es freier aus. So. Na komm. Ja. Und hier hoch. Hier haben wir schon Camps. Das sieht gar nicht schlecht aus. Da steht sogar ein Auto. Ah, nein. Hör auf damit. So, und da ist Straße. Und ich glaube, das ist sogar die Stelle, wo wir gerade nicht weitergekommen sind. Ich weiß es nicht genau. Mal schauen. Oh, erstmal raus hier. Weil hier natürlich auch richtiger, also keine Straße ist, sondern halt ne, so Gras und so, richtiger Boden. Haben wir hier auch keinen Grip. Leider. So, hier sind wir. Und da ist die Absperrung. Ne, also ihr könnt mir glauben, hier unten. Und wir folgen der Straße deswegen einfach weiter. Warte mal, stimmt, ich kann es auf der Karte zeigen. Wir sind hier. Und hier sind wir gerade hochgefahren. Hier ist die Absperrung gewesen. Halt. Wow! Ah, tschüss. Okay, also ihr habt es gesehen. Ihr könnt mir ja glauben. Wir folgen der Straße einfach weiter. Und warte. Güterbahnhof, Güterbahnhof. Absperrung. Aussteigen und öffnen. Habe ich gemacht. Also, habe ich nicht gemacht, sondern wir haben jetzt einen anderen Weg gefunden. Große Kreuzung weiterfahren. Also, wir folgen der Straße hier. Und dann sollten wir gleich zu einer großen Kreuzung kommen, wo Highway auf Highway trifft. Und da fahren wir geradeaus einfach weiter erstmal. Nein, das ist nicht die Kreuzung, die ich meine. Oh, shit. Das hat gerade richtig Damage gemacht. An unserem Auto. So, ich gebe mal ein bisschen Gas, weil wir haben ja gerade freie Sicht. So, vorsichtig. Keine Zombies mitnehmen. Hier lang. Oh Mann, wir sind schon richtig müde.
Das finde ich auch so nice, wenn man Auto fährt, ist normalerweise, also wenn man unterwegs ist, je müder, je hungriger und so weiter man ist, desto mehr schwächelt man. Desto schwächer ist der Charakter, desto langsamer ist er, desto schlechter kann er kämpfen. Aber Autofahren ist immer gleich, natürlich. Hier ist die Kreuzung, die ich meine. So. Und wir nähern uns eigentlich schon der dicht bevölkerten Stadt, man merkt's, ne? Oh oh! Hier ist ja alles voller Fahrzeuge. Da versuche ich mal doch so. Und dann hier ab. Dann hier rüber. Und hier wieder rein. Um diese ganzen Fahrzeuge da zu umgehen. Sehr gut. Oh oh, doch nicht. Hier geht's weiter mit den Fahrzeugen. Aber auch da gehe ich von aus. In der größten Stadt werden wahrscheinlich richtig viele Fahrzeuge im Weg stehen. Aber wir fahren das mal weiter. Das ist auch gemein, natürlich. Auf der Map, die ich habe, sehe ich Straße, sehe ich sogar Behälter, sehe ich alles. Aber ich sehe keine Autos oder Zombies oder sonst was, natürlich. Das ist natürlich gemein. Das heißt, da kann ich nicht sagen, aha, da haben wir dann hier einen Stau und da müssen wir so drumherum fahren. Sondern das muss ich alles vor Ort entscheiden, so wie eben gerade. So, hier lang. Und gleich kommen wir, das habe ich mir aufgeschrieben, zu einer Glasbushaltestelle. Und da müssen wir eine Strecke noch, also einen Block weiterfahren. Aber das kommt gleich. Sollte sozusagen, wenn dieser Highway hier endet, in Anführungsstrichen. So. Sehr gut. Ich frage mich auch, wie viel unser Fahrzeug schon an Schaden genommen hat. Aber ich glaube, es hält sich bisher in Grenzen, ne? Na, obwohl doch, wir sind ein paar Mal gegen einen Baum geditscht. Also allzu häufig sollten wir uns nicht mehr sowas erlauben. Und auch Zombies nicht umfahren oder so. So, hier lang. Ich glaube, ich bleibe einfach auf der gelben Mittelstrecke, ne? Die sieht recht vielversprechend aus. So, da! Glasbushaltestelle, da ist sie. Die meine ich. Und hier müssen wir einen weiter. Dann nächste rechts, nächste links. Also hier, nächste rechts. Die hier. Einmal rechts. Und dann nächste links. Also hier. Sieht zwar nicht so aus, aber das sollte er sein. Und hier sollten wir jetzt, wenn wir geradeaus fahren, bis zur Küste kommen. Warte mal. Ja, weiterfahren bis Küste. Habe ich mir aufgeschrieben. Gut. Wenn Vergangenheitsraul das so geplant hat, dann machen wir das einfach mal. Ich vertraue dem einfach mal. Dass ich da nicht irgendeinen Blödsinn mir rausgesucht habe. Oh nein, das ist auch vor allem auch dunkel, ne? Sollte ich an einen abgelegenen Ort fahren, kurz pennen? Weil je weiter wir jetzt hier reinfahren, umso dichter wird ja die Zombie-Dichte, ne? Also, umso dichter wird die Dichte? Ja, ist ja nicht richtig, oder? Komm, ich fahre mal hier kurz auf den Parkplatz. So, der hier sieht doch schön abgelegen aus, hier hinten. Hier hinten in dieser Gasse da. So. Aussteigen, Zombies killen. Ja, man merkt schon, wie wir schwächeln, ne? Wow, 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 wow! Ah, so viele, so viele, so viele! Oh, shit! Stirb! Oh, shit! Nein! Sterbt! Mann, töte sie doch! Puh. Okay, da geht mir doch gerade die Düse. Ich gehe mal kurz rein. Halt, ich gucke erstmal.
Wie sieht's mit unserem Auto aus? Heil dich! Da höre ich's bollern rechts. Zustand 12%. Oh oh. Aber der Motor sieht auch gut aus. Ich esse mal was. Und zwar Müsli. So. Wir sind auch sehr hungrig. Ich bin sehr gespannt, wie viel das reduziert. Oh, komplett weg. Da hole ich mir noch eine rein. Da sollten wir sogar gefüllt sein. Also, ne, dann haben wir hier einen positiven Buff. Das heißt, unsere Heilung ist höher. Und ich glaube sogar, wir können mehr tragen und so. Da lange aushaltende Heilungs- und Stärkeboost. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir schlafen. Aber ich habe Angst vor dem einen Zombie, der hier bollert. Aber ich glaube, der ballert da, bollert im Haus. Ich mache mal den Motor aus, damit man ihn nicht hört. Ich hoffe, wir kriegen das Ding wieder an. Müssten wir aber. Und ich würde sagen, wir schlafen. Oder? Warte mal, wie war nochmal Fahrzeug? Dingens. Nee, Y, Z. Nee. V. Was? Und dann schlafen. Hier. Ich riskiere es, oder? Ich riskiere es. Schläfrig. Ne, wir müssen länger schlafen, weil wir diesen Perk hatten. Uns ist kühl? Wir haben doch so dicke Klamotten an. Okay. Na gut. So. Er sprang auch sofort an. Hervorragend. Gut. Und es wird allmählich Tag. Wir haben es 5 Uhr morgens. Das ist hervorragend. Weil ich habe keine Lust, das während der Nacht zu machen. Und wir fahren weiter. Wir müssten jetzt theoretisch bis zur Küste kommen. Ich will mal kurz gucken, wenn wir bis zur Küste kommen. Absperrung und Alleen nach Südosten. Mhm. Das kriegen wir doch hin. So, und das meine ich, ne? Hier ist ordentlich was los. Richtig viele Zombies. Stellt euch vor, wir müssen hier zu Fuß lang. Da würde unser Katana nicht lange halten, glaube ich. So, hier vorbei. Hier hoch. So. Und hier lang. Ich weiß nicht genau, wie weit die Strecke war. Ich glaube aber, es hielt sich in Grenzen. Wir sind, glaube ich, mittlerweile schon recht weit im Stadtzentrum. Wo wir hinfahren, ist zur Küstenregion. Das ist so eine Art Tourismusgebiet. Ne? Mit so einer Strandpromenade. Nicht Strand. Strand ist da nicht, aber Küstenpromenade auf jeden Fall. Und wir wollen zu der Stelle, wo links und rechts Alleen abgehen und vor uns eine Absperrung ist. Denn da ist sozusagen Kartenrand. Und ich glaube, das ist hier, oder? Nee. Nee, habe ich mich verguckt, weil die Straße noch nicht geladen war. Ich fahre mal so weiter. Halt, 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 halt. Ah! Das wollte ich nicht. Na gut. Gleich müssen wir sowieso auch an eine Stelle, wo wir mit Auto schwer vorbeikommen. Ich würde trotzdem da mit dem Auto so weit wie möglich weiterfahren, wie es geht. Ich fahre mal auf den Fußweg. So. Ja, viel besser. Aber auch aufpassen, hier stehen auch Sachen rum. Hier so. Und so. Sind das die Alleen? Ich glaube, das sind sie. Ja, und da ist die Absperrung da vorne. Seht ihr? Gut, das heißt, hier müssen wir nach Südosten, also hier lang. So. Alter, hier ist alles voller Autos. Habe ich aber schon mit gerechnet, ehrlich gesagt. Dass wir hier nicht so easygoing durchfahren können, wie wir lustig sind. Ich fahre mal so, weil da die Schranke im Weg ist. Ich glaube aber, Schranken haben null Hitbox. Ich glaube, da kann man einfach drüber laufen, drüber fahren, ohne dass was passiert. Glaube ich. Aber wie auch immer, ich fahre mal weiter. Stopp, ich will mal kurz gucken. Kurve rechts, Südosten halten. Absperrung der Lehne nach Südosten. Dann irgendwann kommt eine Kurve rechts. Wir müssen uns nach Südosten halten und möglichst zur Küste. Das heißt, ich fahre einfach mal. Die Küste ist nämlich gar nicht weit weg. Tatsächlich einen Block hier hinter, ne? Also, ich kann mal kurz, glaube ich, die Karte öffnen. Wir sind nämlich jetzt richtig weit am Kartenrand. Da, da ist die Küste. Oh. Und wir haben hier gleich irgendwo eine Strecke
Also der macht die Kurve gleich einen kurzen Schlenker nach rechts. Und da sollten wir uns südöstlich halten. Wie genau wir das machen, weiß ich noch nicht. Das machen wir dann. Alter, ist hier was los. Wie viele Zombies hier sind. Meine Herren. So, hier lang. Alter, was ist denn da los? Da gab es so gerade ein Festmahl, wa? Hier, das meine ich. Und jetzt möglichst zur Küste, habe ich mir aufgeschrieben. Ich fahre mal hier lang. So. Und hier hoch. Und dann hier. Und hier ist die Küste. Und hier haben wir eine Promenade, Küstenpromenade. Und die müssen wir nur noch entlang fahren. Ist ja unglaublich. So. Genau die meine ich. Und dann hier lang. Hä, wer hätte es gedacht? Ich hätte gedacht, wir schaffen das nicht. Mit der ersten Fuhre. Also beim ersten Versuch. Aber wir sind ja auch noch nicht da, ne? Also loben wir mal nicht den Tag vor dem Abend. Also hier lang. Und gleich endet diese Promenade auf einmal. Urplötzlich im Nirgendwo. Und da ist sozusagen Karte vorbei. Und dann müssen wir weiter. Das meine ich mit Easter Egg. Also als ob das eigentlich gar nicht geplant war, dass man da hin soll. So. So, vorsichtig, vorsichtig. Immer schön auf der Strecke bleiben. So, da sind Zombies. Da fahre ich mal drum rum. Und ich wette, in Fort Knox ist alles voller Zombies, ne? Ich glaube nicht, dass wir da überhaupt reinkommen. Aber mal gucken. Wir werden sehen. So, hier lang. Und hier, tatsächlich, wir sind mit Auto komplett durchgekommen. Also bis jetzt, ne? Wir sind ja aber fast tatsächlich da. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dem Auto bis hierher überhaupt kommen. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Gut. Ich glaube, wir sind gleich da. Am Ende dieses Weges sollte es sein. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen vom Gas treten, oder? Weil nicht, dass hier gleich irgendwie aus Versehen irgendwie, ne? Ich nicht sehe, dass wir zu weit nach rechts oder links fahren. Das ist ja doch schon schwerer zu steuern, wenn wir so schnell sind. So. Und hier lang. Aha. Und hier ist vorbei. So. Und hier fahren wir jetzt hier lang. Noch weiter. Und wir fahren komplett die Küste entlang. Und das ist richtig gemein, weil jetzt müssen wir hier zwischen den Bäumen und Ästen durch. Und es kann auch sein, dass wir uns festfahren und nicht mehr weiterkommen. Wie ich meine. Weil das hier halt nicht Straße ist, sondern Gras. Hier lang. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Komm schon, du gibst Gas. So. Soweit es geht mit dem Auto natürlich. Und hier sind gar keine Zombies. Ich dachte nicht, da wir Fort Knox kommen. Umso mehr Zombies sind da überall. Huch! Das war doch gerade Buggy. Gut. Ich fahre mal hier so rum. So. Hier lang. Bei manchen weiß man nicht, ob die jetzt einen Widerstand haben oder nicht, ne? Hier zum Beispiel nicht. Gut. Hier durch. Wir hätten auch dann... Oh, tatsächlich auch gerade einen... Ah, hier komme ich nicht vorbei. Einen noch sichereren Weg nehmen können. Das war jetzt tatsächlich sogar der spannendere. Aber jetzt, wo ich ihn gefahren bin, denke ich mir, der war ja eigentlich doch recht sicher. Na gut, okay, ich wusste ja nicht, worauf wir uns einlassen. Wer weiß, was hätte passieren können. Und wir sind ja auch immer noch nicht da. Aber ich glaube eigentlich, jetzt steht uns hier nichts mehr im Weg. Nein! Nein! Gib Gas! Hä, warum pobelt denn der so ab? Los, Speed! Ne, es liegt daran, dass wir halt nicht auf der Straße sind, wie ich meine. Da merkt man schon echt enorm am Fahrverhalten. Oh, hier wird es ganz schön dicht. Ich glaube, hier wird es auch ein wenig so dicht, dass ich mit dem Auto nicht mehr weiter kann, ne?
Oh, da ist der Baum. Ups. Ja, ich glaube, wir müssen da wirklich aussteigen. Ich will aber das Auto nicht aufgeben. Weiter geht's. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Baum. So. Und so. Ja, doch. Sehr gut. So, dann hier rum. Vorsichtig. Meine Herren, ist das ein weiter Weg. Na gut, okay, ist ja auch ein Easter Egg. Wenn es einfach zu erreichen wäre, wäre ja boring. So, komm, gib Gas. Gib Gas. Oh. Ja, ich glaube, hier ist jetzt vorbei, oder? Da komme ich doch niemals durch. Ein Moment. So, auf der Karte sieht es so aus, als wären wir gleich da. Und dass das hier tatsächlich mit die mieseste Stelle ist, um da mit dem Auto durchzukommen. Wir könnten theoretisch auch zu Fuß weiter, aber ich will, wie ich meinte, auf das Auto nicht verzichten. Ich versuch's. Einfach hier durch den Wald zu fahren. Bitte lass mich. Das sieht gut aus. Und ich glaube, wir sind gleich da. Was heißt gleich da? Also ein Stück ist noch. Kleines. Huch! Oha! Der ist gerade so hochgeflogen. Ist natürlich noch nie. Okay. Also hier lang. So. Genau. Dann hier auf einmal ein sehr dichter Wald nochmal. Die Bäume sind nämlich auf der Map Gott sei Dank auch eingetragen. So. Und ich dachte, hier sind überall Zombies. Ich dachte, je näher wir kommen, desto dichter wird's. Aber Gott sei Dank ist hier alles frei. Oh, 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 oh. Bei diesem Gestrüpp, wenn man auf dem Gestrüpp ist mit dem Fahrzeug, kommt man nicht mehr voran. Also schlechter voran. Und wenn man dann über 3-4 ist, glaube ich, da steckt man fest. Oh! Autsch! Das war nicht so gut. Da bin ich fast wieder gegen geditscht, aber alles gut. Hier lang. Komme ich da vorbei? Ja. Oh Mann. Ah! Da komme ich doch niemals durch. Ich probiere es an der Küste. Boah, ich habe voll Angst. Ich habe keine Ahnung, ob man ins Wasser fahren kann. Ich habe voll Angst. Oh Mann, oh Mann. Ich habe Angst. Scheiße. Was passiert, wenn das Auto ins Wasser fällt? Ertrinken wir dann einfach und sind tot? Das wäre jetzt richtig gemein. Ah! Gut, sehr gut, sehr gut. Komm schon, du schaffst das, Van. So. Ja, hier lang. Oh, ups, den habe ich nicht gesehen. Hoffentlich macht der Motor noch mit. So, hier ist schön frei. Manchmal hier lang. Der Baum da, gegen den krachen wir, deswegen war hier. Das arme Auto, ey. Das macht was mit. Auch so Mitleid haben mit einem Auto. So. Ich glaube aber... Warte mal, hier ist jetzt so eine große freie Wiese. Nee, da ist noch Wald. Gut. Wenn hier noch Wald ist, dann... Also eigentlich sollte sich das Biom ändern. Und da ist plötzlich nur noch Gras. Also nur. Wir müssen nur durch diesen Wald kommen irgendwie. Aber auf der Map sieht das doch ein bisschen anders aus, ehrlich gesagt. Ich fahre einfach mal. Ich will allerdings noch nicht dran vorbeifahren. Ich gucke mal kurz auf der Map, wie das aussieht. Und vergleiche das mit der Map hier. Moment. Ja doch.
Doch. Wir sind da. Wir sind schon da. Da sind wir gar nicht weit weg. Warte mal. Dann müssen wir hier so hin. Ach so, ich dachte, hier wäre nur Gras. Wir sind schon hier. Gut, ich fahre mal hier so lang. So, ich hoffe übrigens, sie haben das nicht rausgenommen oder so. Das wäre richtig gemein. So, Moment mal. Wir dürfen nämlich auch nicht... Oh, das ist ja richtig fies. Also, ich muss das jetzt schätzen. Aber wir müssen, glaube ich, hier so hin. Wir müssten... Doch, wenn wir jetzt einfach so fahren, müssten wir es eigentlich sehen. Dann müssten wir drauf losfahren, also drauf zufahren. Jetzt keinen Unsinn machen. Und von wegen Grasland, hier sind ja schon wieder Bäume. Ah, komme ich hier durch? Ja. So, hier lang. Und irgendwo hier müsste Fort Knox sein. Komm schon. Ey, das wäre so gemein. Ich hätte mich... Da ist es! Da ist es! Wir haben's! Okay, okay, sehr gut. Warte mal, ich fahre mal hier vor. Ich fahre mal zum Haupteingang. Wir haben's gefunden! Wir haben's gefunden! Sehr gut! So, Moment, Moment. Ich fahre mal nach ganz vorne. So. Hier hin. Hier lang. Hier vorne sollte so eine Hütte stehen. Da. Und die durchsuchen wir mal als erstes. Und jetzt gucken wir uns schön alles an, was es gibt. Und deswegen habe ich mir auch ein paar Werkzeuge eingepackt, falls wir zum Beispiel irgendwie, ne? Oh oh. Oh nein, sag mir nicht, das ist abgesperrt. Ich mach mal das Fahrzeug aus. Aber wir sind auf jeden Fall da. Und ich guck mal rein. Wie sieht unser Motor aus? Wie viel hat denn der durchgemacht? 43%. Ha! Sehr gut. Könnten wir sogar noch mit zurückfahren. Wahrscheinlich. So, wir sind da. Können wir die öffnen? Nö. Können wir das hier öffnen? Jo. Dann kletter mal durch. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Nix. Ein Blatt Papier. Blatt Papier. Heftklammern. Geld. Ja gut, alles nur Müll. Und was haben wir hier drin? Akten. Und vor allem so ein riesiger Aktenschrank, da ist nur ein Blatt Papier drin. Sollen das? Hier haben wir eine Zeitschrift. Und eine Zeitung. Hier ist ein Klo. Können wir vielleicht mal... unsere Wasserflasche füllen. Oh, wir sind doch stark übermüdet. Und wir haben Hunger. Weißt du was? Ja, haben uns doch Müsli eingepackt. Hau mal rein. Und schlafen können wir gleich drin. Ich hoffe, wir kommen rein. Scheiße. Ich hätte doch ein Schweißgerät mitnehmen sollen. Das wäre jetzt so ärgerlich, ey. Wenn wir da jetzt nicht reinkommen. Bitte lass mich da reinkommen. Warte mal, was ist hier? Ein leeres Notizbuch. Fernseher, gut. Vitamine, die können wir mitnehmen. Die machen uns wach. Ach so, ja genau. Der hat immer nur einen. So, das war's. Ja, dann gehen wir hier mal raus. Nein, nicht zumachen. Aufmachen. Durchklettern. So. Und bitte lass mich das Ding aufmachen können. Ey, das wäre jetzt so gemein. Oh, Gott sei Dank. Und die hier bitte auch. Bitte. Ja! Ja! Sehr gut. Ey, weißt du was? Dann fahre ich mal die Karre direkt rein, oder? So viel Zeit muss sein. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich schwieriger sein, den anzukriegen. Ah, beim ersten Mal direkt. Sehr gut. Je mehr der gedamaged ist, umso häufiger muss man es probieren. Vor allem, wir sind doch Pechvogel. Aber gut. Ich fahre hier mal rein. So.
Halt! Ausmachen. So. Stimmt, habe ich eigentlich noch was im Kofferraum? Nee, gut. Ich mache mal die Türen wieder zu. Einfach aus Prinzip. So. Und. Na komm. Na komm. So. Sehr gut. Und was haben wir hier? Hier haben wir eine... Ist das ein normales Fenster? Ah, wir kommen rein. Ja. Ja, wir sind in Fort Knox. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist eine Palette. Mhm. Stimmt, wenn da eine Palette ist, können wir dann eigentlich auch mehr ablegen. Nee, ne? Weil Boden hat auch eine Kapazität. Ne? Ihr habt ja zum Beispiel gesehen, das Essen habe ich alles auf den Boden geschmissen. Weil es gibt auch Kisten, aber die können bei weitem nicht so viel tragen wie Boden. Boden ist einfach der beste Lagerplatz. Deswegen habe ich bei mir einfach alles auf den Boden geworfen, wie ihr gesehen habt. Ne? Und das außerdem kostet das keine Ressourcen. Oh, was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Abbauen Palette mit Ziegeln. Okay. Hier ist ein Crate. Was haben wir da drin? Buch und Zigaretten. Ja, ich habe leider kein Feuerzeug. Sonst würde ich mir jetzt eine anmachen. Vielleicht finden wir noch eins. Gut. So, was haben wir hier? Ein Fass. Mit nichts. Also, das ist nicht mal ein Hindernis. Hier ist auch ein Fass. Auch mit nichts. Das ist aber ein Hindernis. Okay. Regale mit nichts drin. Noch ein leeres Fass. Mhm. So. Und, ah, oh, hier sind Betten. Wollen wir pennen gehen? Wir haben doch eine Taschenlampe dabei. Oder? Oh. Hier sind Truhen. Die durchsuche ich mal fix. Vielleicht haben wir da was Schickes drin. Ein Kugelschreiber. Ja. Warum auch nicht? Ein Stift, ein Hoodie. Nehme ich auch mit. So. Lange Jeanshose. Aber die würde, glaube ich... Also die hat Biss- und Kratzverteidigung. Das ist immer sehr gut. Ich glaube aber, das ist das Schöne an dem Jeanshemd. Das kann man auch unter der Jacke tragen. Und die Weste auch noch. Und dann noch diese Weste. Man kann die alle gleichzeitig tragen. Wenn ich das anziehen würde, zieht er, glaube ich, die Hose aus. Und die Feuerwehrhose, ne, man sieht's, 20 und 30 Verteidigung. Ich probier's mal, wenn ich die anziehe. Ja, dann legt er die andere ab. Auf gar keinen Fall. Wir behalten die an. Und die können wir theoretisch... Ah ne, das ist Jeans, deswegen können wir daraus keinen Stoff machen. Keine Stofffetzen. Gut. Was haben wir hier? Knielanger Rock. Ja, wunderschön. Nö. Stift. Und nix. Gut. Ja, theoretisch könnten wir hier kurz pennen. Wollen wir das machen? Also dann ist es halt dunkel, ne? Aber ich würde sagen, wir machen das und dann mache ich die Taschenlampe an. Obwohl, eigentlich brauchen wir gar nicht schlafen. Wir können auch noch laufen. Ich glaube, das ist okay. Wir durchsuchen hier erstmal. So. Hier sind wieder diese Ziegel. Also das hier zum Beispiel könnte ich abbauen. Aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Da steht es unten, ne? Die rote 17. Wahrscheinlichkeit 17. Das heißt also, dass nur 17% Wahrscheinlichkeit ist, dass ich überhaupt Ressourcen rauskriege. Und wir sind Pechvogel. Deswegen ist es auch so reduziert, ne? Deswegen lasse ich das mal schön bleiben. So, haben wir noch eine Kiste. Nochmal mitkippen. Sehr gut. Aber wir haben kein Feuerzeug dabei, also bringt uns das gar nichts. Hier sind wieder welche. Da gucke ich mal rein. Nix. Nix. Mhm. Ja, und hier sein Lager zu machen, keine Ahnung. Also, wie will man sich mit Ressourcen versorgen? Ich könnte natürlich, das Fahrzeug hätte ich jetzt ja bis oben hin mit Nahrung füllen können und dann hier survivalen, aber irgendwann ist das ja auch leer. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hängen wir da. Oh, Streichhölzer! Ha! Da mache ich mir doch gerade mal eine Kippe an. Halt! Achso. Ah. Das haben wir uns verdient. Sehr gut. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir sind hier ungestört. Da sollte ich doch pennen gehen, wa? Ja. Wenn das so ist und hier Zombies sind, will ich stark sein. Und das hier kurz vorm Umfallen, ne? Wir sind so übermüdet. Also maximal übermüdet. Deswegen, nö.
Ich weiß, ich hätte das Bett da hinten nehmen können. Ich will lieber das hier hinten nehmen, weil hier machen wir die Tür zu. Und gute Nacht. So. Wir müssen leider ein bisschen länger schlafen, weil wir diesen Perk haben, ne? Langschläfer oder wie das hieß. Wir sind immer noch schläfrig. Ja, dann schlaf doch weiter. Ach so. Wir sind einfach immer... Wir können gar nicht ausgeruht sein, wenn wir den Perk haben. Das ist ja übel der miese Nachteil. Das ist gut zu wissen. Das ist richtig mies. Weil ausgeruht sein ist natürlich bei diesem Spiel Gold, ne? Aber wie auch immer, es ist noch nicht so dunkel, deswegen, ne, man sieht ja noch alles. Deswegen lasse ich die Taschenlampe erstmal noch aus, um Batterie zu sparen. Und wir gucken weiter. Da, wo der tote Zombie war. Hier haben wir wieder ein leeres Fass mit nichts drin. Und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich den Zombie gesehen habe. Ah, hier ist so ein Gemeinschaftsraum. Was sind das hier? Sind das Waschbecken? Nee. Ich wollte gerade sagen, hier sind einfach so Tresen, oder wie? Ah, hier sind antike Öfen. Was haben wir hier? Schneiderei Band 1. Ja, eigentlich nehme ich die immer mit. Komm. Zack. Und damit es nicht so viel wiegt, packen wir den ganzen Krempel mal hier rein. So. Genauso wie die. Die Sachen, die habe ich ja da reingepackt. Die haben wir rausgenommen, weil wir sie benutzt haben, ne? Und wenn er sie benutzt hat, dann packt er sie nicht wieder rein. Leider. Aber gut. So. Und so. Und das hier war nur ein Blatt Papier. Hier sind nochmal zwei Crates. Mit nichts drin. Super. Gut. Ja, allmählich wird es dunkel, ne? Eine Taschenlampe. Sehr gut. Weißt du was? Wenn das so ist, die hier mache ich mal direkt an. Primär ausrüsten. So. Sehr gut. Weil wir haben ja auch eine zweite dabei zur Not. So. Wenn es allerdings ein Zombie kommt, ist gemein, weil dann müssen wir die ablegen, ne? Das ist ja ein Zweihänder. Das heißt, wenn ich dann so mache, zack, ist es dunkel. Ist natürlich gemein, aber was soll's. Hauptsache, wir haben ein bisschen Licht. Elektronik-Schrott, Streichhölzer nehme ich mit. Das nehme ich eigentlich auch immer mit. 0,1, komm. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir mit dem Charakter wieder zurück nach Hause kommen. Weiß ich nicht. Oh, hier sind Knastzellen, da komme ich nicht rein. Die könnte ich theoretisch abbauen, wenn ich Schweißgerät dabei hätte. Habe ich nicht. Aber hier sind sowieso keine Kisten oder so. Also ist da auch nicht irgendwie, was wir vermissen würden. Gut. Hier ist noch so ein Fass. Mhm. Gut. Hätten wir das. Und kommt man hier raus. Jo. Stimmt, den Innenhof haben wir noch gar nicht angeguckt, ne? Ganz schön überwuchert. Wollen wir so einen Wald im Innenhof? Oh, hier kann man nach oben. Machen wir gleich, oder? Erstmal unten alles abklappern. Da gehe ich mal auf die andere Seite. Da ist ja nochmal so eine Schleuse gewesen. Hier. Nur halt für Fußgänger. Kommt man hier auch rein? Na, die sind abgeschlossen, ne? Nur durch den Haupteingang kommt man rein. Gut. Dann hier auf die Seite. Und hier nochmal geguckt. Da ist eine Kiste. Was liegt denn da auf dem Boden? Achso, das ist einfach Müll. Okay. Das finde ich ein bisschen verwirrend, dass da einfach so Müll liegt. Ich meine, wenn der doch da liegt, warum kann man ihn nicht auch aufsammeln? Und, weil es gibt auch Müll. Also Sachen, die einfach Müll sind. Warum das nicht auch? Stehe ich nicht so ganz. So, hier sind noch ein paar Zellen. Hier ist auch eine Kiste mit nichts drin. Ja, so spannend ist es dann ja doch nicht. Aber es ist ein Easter Egg. Das macht es natürlich spannend. Hier haben wir noch so einen Gemeinschaftsraum, wa? Hm. Mit einem Schreibtisch. Kugelschreiber, ja, komm. Und noch eine Kiste. Ah, hier ist so ein Doppelbett. Das ist bestimmt da. Und so ein Kamin. Das ist bestimmt der Schlafraum von dem Oberboss hier. Ziemlicher Sicherheit. Keine Ahnung. Hier ist nichts. Hier ist wieder eine Kiste. Mit einer Taschenlampe und Streichhölzern. Die kann ich mitnehmen müssen, wa?
Wir haben schon wieder Hunger und deswegen schmeiße ich mir auch direkt noch eine Packung Müsli rein. Damit wir immer schön topfit sind. Und zur Not haben wir noch mehr als genug Chips dabei, ne? Kann ich vielleicht auch eine essen. So, und nochmal das. Hä? Ach so, kann ich nicht, weil wir sind komplett gesättigt. So sei es. Ah, hier geht's nach oben. Aber das wollten wir als letztes gucken. Hier haben wir Fässer mit nichts. Da ist wieder eine Palette mit nichts. Gut. Ansonsten ist es doch recht repetitiv hier. Nischt. Nee. Hier eine Kiste. Wieder ein Bett. Und wieder Fässer. Vor allem diese Fässer, dass man da nichts reinmachen kann. Warum denn nicht? Frage ich mich. Aha, noch ein Gemeinschaftsraum. Wortsuche-Magazin gegen Langeweile und Stress. Gut. Hier haben wir wieder diese einzelnen kleinen Kisten. Da würde ich auch nochmal in jede reinschauen. Ein Kleid. Okay. Und hier ein Radiergummi. Können wir auch mitnehmen. Kann man nämlich Bleistiftsachen, also beim Eintragen kann man dann mit einem Radiergummi tatsächlich auch entfernen. Ne? Markierung entfernen. Finde ich ganz praktisch. So. Und ein roter Stift. Zack. Sehr gut. Ja, da ist wieder eine Treppe nach oben. Oh. So. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Hier ist auch noch eine kleine Ecke. Hier und hier. Ja, ist ja doch recht leer hier, ne? Und hier haben wir gestartet. Da ist das Tor, wo wir durchgefahren sind. Und wir sind einmal rum. Hier ist noch eine Kiste mit nichts drin. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir können entweder drinnen hoch oder wir können außen hoch. Und ich würde einfach mal außen hoch gehen. Hier war doch eine riesige Treppe, wo man hochgehen konnte. War sie denn? Da. Sehr gut. Kommt man eigentlich hier durch das Tor? Ach so, da ist gar kein Tor drin. Ich dachte, das wäre abgeschlossen, aber das ist einfach offen. Gut. So, ab nach oben. Zack. Aber hier ist gar nichts, wa? Ich laufe mal eine Runde. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo irgendwas ist. Hier haben wir Wände. Gut möglich, dass da ist, wo die Treppe lang geht. Ja, genau. Dachte ich mir. Hier kommen wir dann wieder nach unten. Mhm. Interessant. Kann ich eigentlich auch rüber? Kann ich da runterfallen? Ich würde es ja eigentlich ganz gerne ausprobieren, aber ehrlich gesagt, ich glaube, da sind wir tot. Also lasse ich das mal lieber bleiben. Gut. Und genauso, wenn man ins Wasser fährt. Was passiert, wenn man ins Wasser fährt? Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber gut. Und hier ist wahrscheinlich das Gleiche, ne? Hier geht's da nach unten. Jo. Einfach Copy-Paste. Aber ich bin ganz ehrlich, wäre ich der Spieleentwickler, hätte ich es genauso gemacht. Sag mal, wir sind schon wieder sehr müde. Na okay, wir laufen aber auch permanent, ne? Ich hatte die ganze Zeit Shift gedrückt. Normalerweise geht man ja so. Und wir sind die ganze Zeit am Joggen mit der fetten Ausrüstung. Je mehr man trägt, ne, umso mehr Ausdauer kostet es auch zu laufen. Macht ja Sinn. Ich meine, sie achten auf Realismus. Aber ich glaube, das war's, oder? Hier oben scheint es nichts zu geben. Wir sind unten einmal komplett durch. Und ich habe eigentlich gedacht, wie ich meine, hier ist alles voller Zombies. Wir haben hier einen einzigen Zombie gefunden. Und ich glaube, der ist einfach nachgespawnt. Ne? Also wenn man halt lange spielt und es sind irgendwo offene Fenster zum Beispiel und die sind hier ja, da sind wir ja reingeklettert, dann bedeutet das, dass es auch ein Gebiet ist, wo Zombies spawnen können. Ne? Und ich glaube, deswegen waren die auch hier. Aber ja,
Wir sind da. Wir haben es geschafft. Hier in der Mitte ist doch dieses Ding. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hä? Okay, da kann man einfach durchgehen. Mit den Händen graben? Den Händen graben? Ach, für ein Beet? Wir haben doch Handschuhe an. Da sollten wir uns weniger verletzen, glaube ich. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay. Aber ja. Wir haben Fort Knox gefunden. Das war ja auf jeden Fall ein ganz schönes Abenteuer, hierher zu kommen. Und ich bin ehrlich, ich habe es mir noch schwieriger vorgestellt. Aber ich wollte unbedingt hier mal her. Und das habe ich jetzt gemacht. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und damit würde ich sagen, können wir das hier beenden, oder? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.